Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge mit einer neuen Folge aus Paradiso, der Ökostadt. Ja, das Projekt funktioniert so weit, so gut. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich mir ein Gebäude, ein Recycling-Gebäude installiert habe. Also ich habe mir das runtergeladen, denn Recycling ist im Originalspiel noch nicht enthalten. Genau, und wir wollen ja unsere Bodenverschmutzung einfach auf Null bringen. Ja, Bodenverschmutzung schaut so aus, und das sind bisher hier sind das noch die falschen Hallo, immer noch die falschen Industriegebäude. Die gehören ja eigentlich zur Forstwirtschaft und sollten keine Bodenverschmutzung erzeugen. So, also kleine Schönheitsfehler. Ja, dann haben wir hier noch etwas. Und was ist das? Das müsste eigentlich Müllverbrennung sein, oder was? Was ist das? Was macht hier so... Ja, Müllverbrennungsanlage, alles klar. Das Ding, würde ich sagen, reißen wir direkt mal weg. Und bauen da ein Recycling Center hin. Okay, hier fehlt tatsächlich Wasser. Kein Problem. Dem kann geholfen werden. Ups. Dem kann geholfen werden. So. So, und dann können wir das Ding eigentlich auch ausschalten. Wenn das Ding... Okay. Außer Betrieb, dann warten wir noch, bis es im Betrieb ist. Jetzt ist es gleich im Betrieb. Außer Betrieb, aber drei Müllwagen in... Ja klar, die fahren in ihrer Pause oder was. Wieso ist es außer Betrieb? Das ist auf jeden Fall im Normalbetrieb, hat zwei Wagen. Das ist im Normalbetrieb 10 Wagen, alles klar. Dann würde ich sagen, das hier machen wir erstmal aus. So, und wie schaut das hier aus? Das müssen wir, das ist ja der Schandfleck unserer Stadt. Ging leider nicht anders am Anfang, aber jetzt, gut, machen wir das aus. Und das machen wir. Ja, eigentlich brauche ich das noch, bis es... Bis der Müll leer ist, brauche ich es noch. Lässt sich wohl nicht ändern. Ja, und wir brauchen dringende Bürger. Und deswegen haben wir in der letzten Folge hier ein neues Gebiet erschlossen. Ja, komm, machen wir direkt mal so. So, irgendwie ist das ein bisschen seltsam mit diesem Ding hier. So. So. Ups. Okay. So, das sollte jetzt jede Menge Wohnraum geben. Natürlich werden wir uns das Ding hier noch... dem entledigen. Jetzt ist die Frage... Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ja, geht schon. Bald haben wir hier alles besiedelt und dann knickknack. So. Ja, das war meine größte Sorge, dass wir das nicht hinkriegen mit dem Recycling, also mit der Bodenverschmutzung, dass wir die wegkriegen, denn leider müssen wir damit anfangen, das ist ja im Spiel und ganz ohne geht es anscheinend auch nicht. Daher habe ich mir diese kleine Erweiterung gegönnt, denn ich finde thematisch
passt es gut rein und es wäre total unfair, wenn ich hier nicht den Öko-Gedanken weiterführen könnte, nur weil das Spiel sagt, Öko? Nö. Nicht bei uns. So, hier fließt jetzt das Wasser. Super. Wie schaut es aus von der Verschmutzung? Sauber. So, jetzt ist die Frage. Es ist ziemlich, es ist aufgestaut. Also zwei gehen hier nicht hin, weil hier gar kein Wasser ist. Das ist schade, aber der Strom reicht gerade noch so. Ja, ich werde mal die ganzen Dinger auch versetzen, weil wir haben hier Stromausgabe 64. So, wenn ich das Ding wegsetze, Null. Wieso Null? Wieso Null? Das ist ja interessant. Weiß ich gerade auch nicht. Also das Ding produziert 14. Das ist schon wenig, ne? Vielleicht sollten wir wirklich mal überlegen, ob wir nicht direkt auf die... Obwohl, wir haben ja jetzt hier bald Sonnenenergie. Bald. Also bald ist relativ. Ne, Kernkraft kommt auch natürlich nicht in Frage. Ja. So, und jetzt fehlen uns Geschäfte. Okay. Natürlich fehlen uns Geschäfte. Und Geschäfte machen Lärm. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen. Ja, wir trennen das ja immer ein bisschen ab von den Wohngebieten. So, und hier, die brauchen natürlich Geschäfte, das ist ja klar. Und ich wäre fast geneigt, dass ich... Okay, dass ich hier an der Autobahn entlang... Oder noch besser, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, das ist hier aber ganz schön. Warum ist das denn hier so krass? Okay. Ja, gut. Geht noch, würde ich sagen, oder? Geht noch. Wo wollen die denn alle hin? Da hinten hin. Echt, die fahren alle da hinten hin. Was wollen die da? Achso, die wollen in den inneren Ring, aber da können sie doch auch langfahren. Das ist doch keine Einbahnstraße, oder doch? Oh, scheinbar doch. Oder? Nee, ist keine Einbahnstraße. Die können doch hier langfahren. Ach, das ist eine Einbahnstraße, oder? Okay, dann machen wir mal kurz Pause. Das hier ist tatsächlich eine Einbahnstraße und das ist das Problem. Okay. So. Okay, die fahren trotzdem alle da lang. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist denn das für eine komische Straße? So. Ja, das ist halt Landwirtschaft, das ist halt so. Okay, also, genau, das ist alles Einbahnstraße. Gut, wenn das Einbahnstraße ist, dann brauchen wir da wohl mehr Power. Das geht sich nicht aus wieder. Okay, halt. Alt-Kommando zurück. Wenn wir das jetzt hier löschen. So. Und dann diese Einbahnstraße. Ach, das geht sich alles nicht, Mensch. Thank you.
Okay, dann müssen wir die hier auch noch ein bisschen. Alter. Ja, nützt nichts. Manchmal muss man ein bisschen umbauen. So. Alter Schwede, so. Genau, und die hier. Oh je, okay, ich hab schon. Okay, wenn wir jetzt vielleicht. Das ist eine Autobahn. Ja? Machen wir eine Autobahnabfahrt. So. Und so. Dann brauchen die nicht über diese Kreuzung fahren, um da drüben zu hinzufahren. Und das Ding können wir tatsächlich löschen. Eigentlich müsste das jetzt. Ja, das Konstrukt ist einfach der Hammer. Ist einfach der Hammer. So, wie schaut das hier aus? Okay, da kommt der Strom drüber. Ist ja ganz schön riskant. So. Jetzt schauen wir mal, was machen unsere Mülldeponien? Also Müllverbrennungsanlagen. Können wir die schon jetzt hier abreißen? Ist ja noch abgeschaltet. Wie schaut es für den Boden aus, wenn es abgeschaltet ist? Oh, das erholt sich aber schnell, hä? Entleerung 51%. Und wie schaut es da aus? Entleerung 64% und 20%. Ja, gebt mal ein bisschen Gas. Ansonsten, ja, Alter, das ist die Kacke von Paradiso. Die färbt mal kurz das halbe Meer braun. Alter. So, okay. Wie schaut es da aus? Wir brauchen da auf jeden Fall Müll. Müll, 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 Müll. Machen wir mal nur so eine hier. So. Oh, Strom. Strömski. Er hat Strom, alles klar. So, und jetzt brauchen wir natürlich ein paar Geschäfte. Wie war der Plan? Genau, die Idee war. Die Idee war. Hier einfach eine Brücke rüberziehen. Einfach mal eine Brücke rüberziehen. Machen wir das direkt mit einer, ja, Auto, nein, nicht Autobahn. Sechsspurige Straße. Vierspurige, das muss eigentlich reichen. So, und das machen wir jetzt direkt. Machen wir es hiervon? Oder hiervon? Komm, machen wir einfach. Machen wir einfach mal so eine geschmeidige Brücke. Na, wieso geht das nicht? Ort ist bereits. Was? Jetzt hör mal auf. So, und da machen wir jetzt einfach mal so eine richtig hübsche.
hübsche. Oh ja, das können wir eigentlich so direkt da so dran machen. So, und dann machen wir noch so. So. Und ist vielleicht ein bisschen krass, wenn wir das so machen. So vielleicht. Und so. Alles klar, dann machen wir Wassermarsch. Und Strom ziehen wir von daher. Das heißt, wir fangen jetzt an, langsam das Gewerbegebiet zu besiedeln. Das müsste sich ausgehen. Okay, alles klar. Hat schon geklappt. Was uns jetzt aber gleich noch Probleme bereiten wird, ist Strom schon wieder. Schon wieder Strom. So, das Ding. Ja, wir müssen jetzt auch noch unsere Dinger hier lernen. Jetzt kommen schon. Das da, 13%. 13%. Müllverbrennungsanlage, komm schon. Das schafft ihr. So, und natürlich braucht. Oh. Alter, okay. Wir haben jetzt. Wir müssen natürlich noch das Viertel hier benennen. Alles klar. Uah. So, wir haben ja schon einen Shoporama. So. So, und das ist Happy Shops. Ja, Happy Shops hat nämlich viele schöne Läden, besonders Gemüse aus den benachbarten Feldern. Was? Gebäude abgebrannt? Wieso? Wieso brennt hier was ab? Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Industrie. Was ist denn das da? So, Industrie. Ja, und da kommt schon die Industrie. Alles klärchen, das muss reichen erstmal. Geschäfte. Aber wie gesagt, ich muss den Strom im Auge behalten. Oh. Strom. Ja, wir müssen wohl oder übel hier nochmal tätig werden. Warte mal, wo ist denn hier unser
Da, also wir können hier noch ein Wasserkraftwerk hinstellen zum Aufstauen. Müssen wir mal gucken. Wir haben sogar das Geld. Das könnten wir tatsächlich jetzt machen. Aber eigentlich, ja, müssen wir. Ist Übergangslösung, bis wir unser Solarkraftwerk bekommen. So. Und jetzt schauen wir mal. Irgendwie war das 80. 80. Da, 80. Wollen wir es hier machen? Mich würde interessieren, was sind die Auswirkungen da vorne auf die Scheiße-Dingens? Oh, 96. Ja, dann machen wir das doch. So, genau. Und natürlich machen wir das auch so. Und dann ist es am Netz dran. Und dann machen wir natürlich noch eine schöne Straße. Ja, hier machen wir dann ja noch so ein, ich würde sagen, ein schönes Wohngebiet. Natürlich direkt in der Nähe von den Shops. So, ja. Aber das würde ich sagen, machen wir alles in der nächsten Folge. Ja, wir breiten uns langsam aus. Wir lösen unsere Probleme. Wir reinigen den Boden, den uns das Spiel gezwungen hat zu verpesten. 7%, ja, und wenn wir das alles haben, dann sind wir komplett, dann haben wir schon mal unsere Ziele hier genau erfüllt, ja. Unsere Ziele waren, eine schöne ökologische Stadt zu bauen, die zudem schön ausschaut, keine geraden Straßen, keine Hochhäuser, keine Luftverschmutzung, keine Bodenverschmutzung und kein Lärm, ja, auch hier beim Lärm. Das in den Wohngebieten haben wir tatsächlich. Ja, außer hier, das ist halt die Autobahn, aber ansonsten haben wir eigentlich die Wohngebiete frei von Lärm, ja? Und natürlich auch frei von Verschmutzung. Ja? Die beiden Dinger bereinigen wir gerade. Das ist halt so, da kann man nichts machen. Ja, und damit möchte ich mich verabschieden und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.